Hey und willkommen zu diesem Video. Heute soll es um drei kleine USB-Gadgets gehen, die ich schon länger im Blick habe. Warum die so praktisch sind, zeige ich euch heute, also viel Spaß. Heute geht es um drei USB-Sticks mit jeweils 32 GB Speicher. Das Besondere ist, dass sie auf einer Seite immer einen USB-A haben und auf der anderen Seite einen USB-C, Lightning oder Micro-USB. Beginnen wir mit dem Lightning-USB. Apple-Geräte sind ja bekannt dafür, dass man den Speicher dort nicht erweitern kann. Steckt einfach den Stick ins iPhone oder iPad und ladet euch die iXpand Drive App runter. Dort könnt ihr dann die Daten verwalten und einiges auf dem USB schieben. Sehr praktisch, wenn ihr Daten habt, die ihr nicht unbedingt immer auf dem Mobilgerät haben müsst. Die App ermöglicht zudem eine automatische Sicherung der Daten. Heißt also, steckt ihr den Stick ein, werden bestimmte Daten sofort auf dem kleinen Ding gespeichert. Die Speichervariationen gehen hoch bis zu 256 GB, was ich sehr ordentlich finde. Wenn ihr also jemand seid, der viele Fotos macht, aber nicht genug Speicher habt, könnt ihr diese auf dem SanDisk-USB speichern und habt dadurch die Möglichkeit, wieder Speicher auf dem iPhone freizumachen. Das Beste finde ich aber, dass ihr das andere Ende einfach in den PC stecken könnt und ihr dann auf den gleichen Speicher zugreifen könnt. Ihr seht dann auf dem Computer beispielsweise auch die Fotos, die ihr zuvor vom iPhone darauf gespeichert habt. Dasselbe gibt's dann in der USB-C-Version. Diese hat sogar USB 3.1 und dort schiebt man die Sticks einfach raus und rein. Leider ist das Ding ziemlich breit, sodass ich den USB-C nicht auf allen Windows-Computern verbinden konnte, wenn daneben bereits ein anderes Kabel angeschlossen war. Bei Android heißt die App übrigens SanDisk Memory Zone, wo ihr übrigens auch die Daten eures Handys verwalten könnt. Bleibt also noch die Micro-USB-Variante übrig, die mich optisch jetzt nicht wegreißt. Zu dieser kann man dann wohl nicht mehr viel sagen, da bereits alles gesagt wurde, das es zu sagen gibt. Daher sehen wir uns morgen wieder zu einem extrem spannenden Gadget, das ich schon lange sehr geil finde. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen, und damit sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut und tschüss.